Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hier mit King Kev wieder unsere 10 Minuten Gequatsche. Wundert euch nicht, denn wenn ihr das ganze Gespräch über Pokémon, das wir jetzt führen werden, hören wollt, solltet ihr zuerst auf seinen Kanal klicken, denn dort kommt Teil 1, genau. Wie wir überhaupt zu Pokémon gekommen sind, etc. Ihr seid gezwungen. Genau, wir waren jetzt stehen geblieben im Gespräch bei Pokémon Go. Ja. Pokémon Go war der geilste Hype, nachdem Pokémon irgendwie so abgeflacht ist, in meinen Augen, oder nur noch für die Jüngeren interessant war, ich weiß es auch nicht. Also da war es irgendwie gerade bei mir so ein bisschen Apple seit ein paar Jahren und auf einmal kommen die mit den ersten 150 Pokémon um die Ecke mit dieser App. Natürlich haben du wahrscheinlich auch APK-Versionen runtergeladen, dass du vor den anderen spielen konntest. Ja, auf jeden Fall. Bist schon rumgerannt und die ersten Fanatiker, die davon gehört haben und den Trick kannten, haben sich schon auf den Straßen rumgetümmelt. Und ich muss sagen, ich fand das so geil, dass man, egal bei Wind und Wetter, hast du dich bei den Pokestops, das ist bei uns, beim Ding hier im Stadtpark sozusagen, ich nenne es jetzt mal Stadtpark, haben sich da ganz viele Leute, es war ein überdachtes Teil und da waren 3 Pokestops und haben sich ganz, ganz viele Leute aus der Stadt, die ich nicht mal kannte, sind hingekommen, haben sich die Campingstühle mitgebracht. Wir haben da alle eine super Zeit gehabt. Ich habe da Kekse mitgenommen und so weiter. Bluetooth-Boxen waren da gestanden. Powerbanks waren der beste Freund der Leute. Und ich hatte sau viel Spaß. Natürlich nach 3 Wochen oder einem Monat war es dann rum. Aber ich bin noch nie so viel gelaufen wie zu dieser Zeit. Geile Idee. Also ich habe da gerade eine geile Story dazu. Bitte, schieß los. Wir waren ja, oder beziehungsweise wir sind faul. Und da sind wir mit dem Auto immer rumgefahren, schön in Schritttempo. Und da sind wir zu meiner Arbeitsstelle gefahren. Da gab es gerade einen Bibor, so war damals, wo es noch Anfang war, relativ stark zu dem Zeitpunkt. Und wir haben da schön im Auto gehockt, Fenster unten gehabt, war ja draußen warm. Und auf einmal so eine ganze Meute von irgendwelchen Weibern, so Mädels, sagen wir mal 15, schreien darum: Oh, das ist ein Bibor. Und da vorne ist es. Wir sitzen im Auto: Ah, Bibor. Dann schön gefangen und die da vorne, wir müssen da vorne hin. Wo ist das Biber? Ich find's nicht. Da sind die einfach immer weitergelaufen und dann war es halt auf einmal weg, weißt du? Oh. Die haben uns einfach nicht bewegt und haben dann das scheiß Vieh gefangen. Ja, also ich glaube, wer die Möglichkeit hatte, ein Auto in irgendeiner Form selber zu fahren oder mit anderen mitzufahren, hat diese Gelegenheit genutzt, im Schritttempo die Eier auszubrüten, vom Pokestop zu Pokestop zu fahren, um da zu cheaten. Und dann später gab es ja auch noch alle, die dann dieses GPS-Tracking oder wie es hieß, benutzt haben, was ich persönlich jetzt nicht so gut fand. Also das zum Pokémon raussuchen, ja, kein Thema. Du hast es definitiv gemacht, auf oder? Auf jeden Fall. Erklär mal, wie das ungefähr ging, also was du gemacht hast. Also was konnte man denn cheaten? Du konntest dich halt zu den verschiedenen Orten auf der Welt teleportieren und das Tracking, entweder fürs Handy konntest du, glaube ich, selber rumlaufen. Aber ich hatte einfach einen Bot dafür. Das ist wahr. Also das hat leider das Spiel kaputt gemacht. Ansonsten wäre es halt geil. Nee, das Spiel hat sich von Anfang an selber kaputt gemacht, weil sie es genau nicht so gemacht haben, wie es die Leute haben wollten. Weil ich bin der Meinung, kämpfen. Die Basis an sich ist okay, wie es aufgebaut ist. Aber dass man rumläuft und dass irgendwo so ganz random so Computertrainer auftauchen, die du bekämpfen kannst und somit dein Pokémon levelst. Absolut. Aber so wie es jetzt gemacht ist, auch jetzt immer noch ist, ist das Spiel scheiße. Stimmt. Wir haben es uns nochmal runtergeladen, was ich mit einem anderen Account, haben es jetzt mal legal gespielt und es macht auf Dauer keinen Spaß, weil du kein Erfolgsgefühl hast. Ja, Level 22 war es dann, ne, meistens. Ja, das. Aber also, wie Bock der Hype ist. Damals alle waren, egal in welchem Alter, das war aber so cool. Das fand ich halt mega cool. Aber wie du schon sagst, wenn ich mir das wünschen könnte, wie der Pokémon Go, wie hätte es sein sollen, dann hätten es von mir aus Pokémon sein können, die alle paar Tage mal irgendwo auftauchen oder wo du wirklich lange irgendwo in der Wiese rumrennen musst und dann aber random Kämpfer hast. Du musst ja auch nicht alle fangen. Also wie ein Pokémon-Spiel, bloß das mit GPS. Weißt du, dass du dann sagst, okay, jetzt machen wir Deutschland, da kannst du rumrennen, auf der Wiese gibt's das und wenn du dann in Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Keine Ahnung, irgendwo bist, da gibt's dann eine Wiese, da sind nur Taurusse, die ganz selten aufdingen und dann rennen die Leute immer so einen Zickzack über die Wiese wie im Spiel. Das wäre halt das perfekte Spiel und dann halt Pokémon-Trainer und untereinander kämpfen und halt aufleveln vor allem. Du fängst irgendwo einen Taubsi auf Level 2 und dann rennst du rum und trainierst es.
Ja. Das wäre so geil gewesen. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Aber die haben halt ein altes Spiel übernommen. Ne, es gab ja vorher das Spiel mit Sci-Fi, DovTech oder ich weiß nicht, wie hieß das nochmal. Ich hatte es runtergeladen, ich hatte es auch mal angeschaut, es war auch interessant, aber die Grundidee war geil, brauchen wir nicht so sagen, aber das wäre das Spiel gewesen, was alles andere weggebasht hätte für immer. Ich glaube, das wäre für lange Zeit. Ich auch. Weil es hat Zeit dann lang, also es hat lang Langzeitmotivation. Ja, vor allem du trainierst halt drauf, du hast dieses RPG mit drin und das wäre es gewesen. Looten und Leveln. Looten und Leveln, das muss drin sein im Spiel. Aber mal eine andere Frage. Ja. Vielleicht kommt das ja dann zum nächsten Thema von unserem Video. Ja. Pokémon oder Digimon? Also in meinen Augen immer Digimon. Ich weiß nicht, wie du das ja. Ich kann nicht mal sagen unbedingt warum. Ich finde, Digimon war von Anfang an immer erwachsener. Also werden die. Bei Pokémon rennt der seit Jahren als arbeitsloser Penner mit seinem Pikachu rum in den gleichen Klamotten. Während bei Digimon ein Wachstum der Charaktere da ist. Das heißt, sie fangen bei klein an, sind mittelgroß, haben die Pubertät und dann sind sie im Jugendalter, also das über die drei Staffeln. Das ist eine Chronik und nicht wie genau. Pokémon so gleich bleiben. Richtig, da kannst du immer einschalten, also halt bis auf die Orden. Und vor allem, du hast halt auch Digimon, die sterben. Ich meine, WarGreymon hat dann einfach mal hier dieses Machine-Dramon, Ding einfach durchbohrt und da geht es halt um Leben und Tod und Entwicklung und Persönlichkeit und das hat halt Pokémon ist halt für die Allgemeinheit gemacht, für jedes Alter. Ja gut, das kannst du auch so nicht sehen. Bei Digimon werden sie immer wiedergeboren und kommen dann als Ei wieder. Ja, aber trotzdem wenn sterben sie halt. Wenn Pokémon sterben, dann sterben sie, sind sie tot. Ich hab dann, gab's da eins, was gestorben ist, außer Glumanda in der ersten Folge oder zweiten? Bei Pokémon, den Anime kannst du nicht vergleichen. Hast du schon mal Pokémon den Manga gelesen? Nee. Die Kämpfe, da gibt es einen Kampf, ich weiß nicht, da wird auf jeden Fall ein Arbok in zwei Hälften geteilt. Echt jetzt? Der Manga ist brutal. Was? Ist wirklich so. Okay, das habe ich noch nie gehört. Die sterben zwar, glaube ich, nicht wirklich, aber die werden halt trotzdem zermetzelt. So. Mit Blut oder ohne Blut? Also Manga, ohne Blut. Ich glaube, es war mit Blut, ja. Alter, krass. Okay, das klingt nicht so, als wenn es für Kinder geeignet ist. Es muss ja auch Mainstream sein, damit es so gut verkauft, sich so gut verkauft, klar. Ja, in Japan oder so ist ja Pokémon immer noch voll Hype. Ja, ist es auch. Also Pikachu ist doch voll das Maskottchen in Japan. es gibt sogar, ich habe aber auch Aufkleber gesehen mit, ich bremse nicht für Pikachu, glaube ich, war das so bei Taxifahrern. Außerdem war ich ja zur Pokémon Go, zu passend zum Thema, zur Pokémon Go, ein Jahresjubiläum oder zwei Jahresjubiläum in Osaka beim Flughafen. Da war der komplette Flughafen im Pokémon-Design ausgeschmückt, überall waren die Pokémon, es gab einen Pokéstop in der Mitte zum Sachen kaufen und es gab, glaube ich, da auch was Spezielles, ich weiß nicht, ob es da was Spezielles zu fangen gab, es gab eine riesig große Hüpfburg als Pikachu, da konnte es in den Pikachu hüpfen. Die ist bestimmt aus dem Arschloch wieder rausgekommen. Ich weiß es gar nicht mehr, war nicht zu nah dran, aber es war halt cool, du überall. Auf jeden Fall war es, das war sau interessant und da ist Pokémon Go da auch nochmal ein anderes Thema. Oder ich glaub, generell Pokémon Mobile Gaming. Spaß zu spielen. Hier nicht. Weißt du, was ich, unabhängig mal ganz kurz von Pokémon, was in Japan auf dem 3DS das meistgekaufte Spiel ist, glaube ich, Monster Hunter. Ich hab einen 70-jährigen Opa in der Bahn gesehen, der da war und Monster Hunter gezockt. Das ist halt einfach. Das war bei uns auch, wo wir beim Krankenhaus in Bensheim war es, glaube ich, in dem Park waren. Da saßen auch neben uns ein älteres Paar und haben Pokémon Go gezockt. bei mir war auch mal eine Oma auf Arbeit und hat gefragt, gibt es denn irgendwo ein Lösungsbuch für Pokémon Go? Ich so, nein, sowas gibt's nicht. Ja, aber was kann man denn da alles fangen? Und ich so, ich bin an den Rechner gegangen und habe halt ersten 150 Pokémon oder 151 ausgedruckt, also so eine Seite genommen, ihr ausgedruckt und mitgegeben, hab gesagt, das sind alle Pokémon, die es jetzt aktuell zu fangen gibt. Und die so, das ist ja toll. Ich so, ja, damit bin ich aufgewachsen, ich weiß schon Bescheid. Aber schön, dass sie sich auch dafür interessieren. Also da kamen auf einmal Leute auf Pokémon, die noch nie was mit Pokémon zu tun gehabt haben, also die immer früher über Pikachu gelacht haben, haben auf einmal, sehe ich jetzt teilweise noch spielen damit. Ja, meine Arbeitskollegin, die ist ja auch so 40, Mitte 40, die hat auch Pokémon Go auf dem Handy. Ja. Es ist ja nichts, ist auch nicht böse gemeint oder so. Ich finde es ja schön, wenn was man mag, in die Allgemeinheit geht. Wobei man immer dann denkt, ist doch Mainstream geworden. Aber ich finde es ja schön. Und es ist ja schön, wenn auf einmal, das hättest du ja früher als Kind immer gewünscht, dass die das verstehen, was du mit Pokémon fühlst oder mit Digimon. Ja,
vielleicht kommt das ja noch. Noch ist Pokémon nicht ausgestorben. Noch ist es nicht ausgestorben. Es geht ja noch weiter. Mal gucken, wo es sich hin entwickelt. Die Anime-Serie, die neueste, Sonne und Mond, wo der hier auf der Alola-Region ist. Der Ash sieht voll hässlich aus. Ich hab mal gesehen. Ich hab schon seit Jahren keinen. Der sieht nicht mehr so aus wie in den alten Folgen. Der ist jetzt noch kindlicher gemacht und hat so. Der wird immer mehr so japanischer gemacht, irgendwie ganz komisch. Ja, der. Oder Misty genauso. So. Du musst dir mal angucken, das sieht extrem hässlich aus. Anschauen. Okay, und ich habe, was soll ich jetzt sagen, und es gibt noch einen richtig guten Anime, der ja mit Rot und Blau spielt, oder wie war das? Ja, Pokémon Origin. Ja. Das war aber auch eigentlich Rot und Blau halt, logischerweise. Hat, glaube ich, 7 Folgen, das ist Mewtwo. Ach doch, so weit. Also eigentlich das Spiel durch als Serie. Ja, das ist immer so sehr sprunghaft. Ja, ja, ja. Und aber auch im Kampf gegen Mewtwo wird Glurak zu Mega Glurak, obwohl es eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht geben dürfte. Okay. Aber das war dann halt, sag ich mal, der Ursprung der Mega-Entwicklung. Aber cool. Das muss ich mal geben, weil ich glaube, der war auch ganz gut gezeichnet, ne? Aber gerade Mega-Entwicklung, was hältst du davon? Ich weiß nicht, ich habe mich drüber. Nicht alle, aber ich kenne halt die. Ich fand die halt von den Grund-Pokémon von früher richtig geil, weil ich mir gedacht habe, jetzt gibt es endlich mal eine neue Form von Glurak oder Garados und so weiter. Das fand ich schon geil. Also habe ich schon gefeiert. Ja, und der Punkt ist ja das: durch die Megasteine oder halt die Mega-Entwicklung, die ist ja nicht dauerhaft. Die ist ja nur für den Kampf Nur ein paar Runden, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist am Ende. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und? Ist doch nicht schlimm. Och. Ja, ich weiß nicht so, ich finde sowas nervig, wenn so es keine immer, direkte Entwicklung ist, sondern bloß ein Zustand. Ja. In dem Sinne. Hast du noch was? Ja, ich würde sagen, dass wir das nächste Mal drüber reden, über Digimon. Ja, hätte ich auch gesagt. Das teasern wir jetzt schon mal an, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann machen wir schon mal gleich noch ein anderes Gespräch. Ja, ihr könnt uns aber auch gerne drunter schreiben, über was wir reden könnten. Genau, oder was ihr zu dem Thema generell haltet, ob ihr irgendwo was anders seht oder was eure Erlebnisse waren. Ansonsten würde ich sagen, Sayonara, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao!